noch ein gültiger. Und der bedankt sich für die Unterstützung hier vom Publikum und wir sagen auch Danke. Hiermit wieder um Unterstützung im Dreisprung gebeten für den Zweitplatzierten momentan, Christoph Garriston. Ja, und wir haben die Weite von Valentin Moll, der eröffnet den Wettkampf mit persönlicher Bestleistung im Kugelstoßen. 19,15 Meter. Erste Führungsweite hier in diesem Wettkampf. Und wir haben die Weite im Dreisprung. Da hat es eine Verbesserung gegeben und Christoph hat sich auf den ersten Platz vorgeschoben mit 15,42. Jetzt hat es gepasst für Max Hess. Weiße Fahne geht nach oben. Und der sah doch schon ganz gut aus. Und der Ring ist frei für den ersten Versuch im Kugelstoßen. Simon Bayer vom VfL Sindelfingen. ,5 Meter für Max Hess hier in seinem zweiten Versuch. Schiebt sich auf den ersten Rang. Ja, beim Kugelstoßen war es ein ungültiger Erster für Simon Bayer.